Hallo Leute, es geht weiter mit Avalon Code. Okay, wir sind in der Übungshalle. Was soll man jetzt machen? Gucken wir mal das an. In der Trainingsbuchhand steht, wo ist das Onigiri? Okay. Glaube ich, dass man von 10 Meter weiten, dass man riechen kann. Okay, kann man das einscannen? Was ist das für ein Ort? Okay. Und Leute, ich werde davon so heute 5 Parts hochladen. Haben wir die Blume schon eins gegönnt? Ja, haben wir. Okay. Gehen wir mal wieder zurück und durchsuchen uns mal alles hier an. Da ist unser Haus, okay. Und gehen wir mal nach... Achso, Soldat, wie geht's dir? Ich glaube, die mal von hinten an. Okay, da hat nichts zu sagen. Okay. Ah, okay, wir sind in der Stadtmitte. Okay, da geht's wohl wieder runter zu diesem Laden da. Okay, kann man nix. Bieten alle ein. Auf der Tafel steht Tagesangebot, okay. Und hier? Kann man wohl nichts machen. Und da? Auch nicht. Und das ist ein Macker, den wir gleich ansprechen. Aber davor gehen wir mal da rein. Ich scanne die mal jetzt einfach. Bam. Dankeschön. Hm. Die hat Hass sehr viel. Okay. Sei gegrüßt. Reden. Hallo. Wie nennst du mich Bauer, du Bonzenkind? Du scheiß Bonzenkind. Warte, ich nehme mal jetzt mal von ihr das raus. Diese Hass und alles. Vielleicht ist sie dann ein bisschen netter. Vielleicht. Spieler. Ach, nicht Spieler. Charaktere. Juan. So. Okay. Katze hat sie viel. Und Blitz und Eis. Okay. So. Machen wir mal so und vergiften sie mal. Und holen mal das hier raus. Ich hoffe, die ist jetzt krank. Aber das passt hier irgendwie zu ihr. Okay, dann gehen wir mal zu unserem Schwert und kombinieren mal etwas dazu. Dass es mal ein bisschen stärker wird hier. So. Okay, aber dann blitzt dazu auch noch. Was wird jetzt aus diesem Schwert? Okay, so ein Schwert ist daraus geworden. Super. Super, super. Okay, Rempo, kannst weggehen, wieder. Okay. Hallo, du siehst betrübt aus. Verstehe, ja, auch ich kenne Zeiten der Trübsinnigkeit. Ich weiß dann nie, was ich in meinen Geschichten schreiben soll. Ich zerbreche mir nächtelang den Kopf, aber mir will nichts einfallen. Dann fällt es mir immer besonders schwer, am nächsten Morgen aufzustehen. Was für ein unglücklicher Kerl. Achso, das hat Rempo gerade gesagt, okay. Aber an solchen Tagen schaue ich mir gern die Blumen an. Dann denke ich über die Bedeutung der Blumen nach und meine Stimmung steigt. Wusstest du, Roxas, dass Blumen eine Bedeutung haben? Nein. Man sagt, wer die Bedeutung einer Blume kennt, kann ihre Stärke nutzen. Also, das klingt doch mal vielversprechend, Roxas. Zeig ihm doch mal die Blume, die wir... Ja, zeig mir mal. Diese Blume hier, okay. Wenn du auf die Blume berührst, habe ich mir schon irgendwie gedacht. Sie bedeutet Leidenschaft. Okay, was für eine hübsche Blume. Bring Blumen der Bedeutung, die du nicht kennst, zu mir. Ich werde dir ihre Bedeutung erklären. Okay, das nehme ich mal. Blumenbedeutung. Das hier. Heugras, okay. Schmeichelei. Was für eine hübsche Blume. Hast du auch noch eine Blume, über die ich... Nein, hab noch keine. Kann ich dir ihre Bedeutung erklären? Okay. Aber versuch mal jetzt normal mit ihm zu reden. Kennt ihr mein Nachbarmädchen Fana? Ihr zwei seid doch befreundet, oder? Sie ist leider zu krank, um es aussehen... Ah, okay. Nachbarhäuschen. Aber erst gehen wir da rein zu seinem Haus und gucken uns mal alles an. Und fassen alles an. Ah, ich fasse alles an. Jedes Buch ist gefüllt mit gepressten Blumen, landschaftlichen Gedichten. Ah, okay. Ein unfreundetes... Ah, okay, das ist stimmt. Aber man sollte es echt nicht lesen. Okay. Aber wartet mal, ich habe jetzt diese Blumen.
Blumen. Kann man jetzt deren Attribute rausnehmen oder wie? Aha. Okay. Man kann deren Attribute wirklich rausnehmen, aber... Waffen. Schwert. Das nehme ich jetzt mal raus. Gerechtiger Schwert. Ah, ist gest... Ah, scheiße. Nein, komm runter. Warte, was passiert, wenn wir jetzt Vogel dazu machen? Okay, nichts. Dann machen wir mal Kupfer rein, da wird's wieder stärker. Okay. Okay. Karte. Ach, Rempo muss weg, okay. Das haben wir jetzt auch geschafft. Alles angeguckt, okay. 666, Teufelszahl, okay. Oh. Schön, dich zu sehen, Roxas. Fana ist oben. Du kennst diese alte... Rempo, du bist echt unhöflich. Ist alles in Ordnung? Siehst du etwas? Was, mich? Normale Menschen können uns Geister nicht sehen. Kümmere dich nicht darum. Okay, die sehen uns nicht. Ja, Helen fragt sie, ob der Junge bekloppt. Scan. Was hat sie denn für Attribute? Eisen! Und was ist das denn? Ich nehme mal dieses Eisen hier. Und gib ihr ein bisschen Steine. Ein fairer Tausch. Aber was denn? Steingroßmutter. Okay. Inhalt. Waffen. Schwert. Ich will das wechseln. Mann. Was ist denn dieses Frei denn? Charaktere. Rohan. Wo ist die Großmutter denn wieder? Ich gebe ihr wieder ihre scheiß Teil da wieder. Freie Großmutter. Die ist frei. Okay. Also sind die meisten hier gefangen. Schätze ich jetzt mal. So. Mist, aber dafür kommt jetzt Eisen rein. Bringt irgendwie nichts, aber egal. Dann machen wir lieber Kupfer rein. Kupfer ist besser. Aber das Eisen haben wir jetzt genommen, das ist schon gut. Okay. Aber Rempo bitte weg. Dankeschön. Tja, okay. Was gibt's denn hier Schönes für uns? Ein O. Ja, die ist sauber aufgeräumt. Ist irgendwie klar. Oh, ein schönes Bild. Okay, gehen wir mal da oben hin. Die hat ja gesagt, ein Mädchen wartet auf uns hier. Okay, sieht gar nicht so krank aus. Danke, dass du mich besuchen kommst, Roxas. Was ist das für ein Buch? Das Buch der Prophezeiung vielleicht? Klingt kompliziert. Sind das Schriftzeichen? Ich fürchte, das kann ich nicht lesen. Natürlich, nur Auserwählte können es lesen. Ich finde es toll, dass du so ein kompliziertes Buch lesen kannst. Erzähl mir bei Gelegenheit mehr darüber. Scannen sie auch mal. Guck mal, was für eine Krankheit sie hat. Okay, kränkelndes Mädchen Fana. Reden? Ja, ich fühle mich heute besser, weil du da bist. Dankeschön, ich weiß, das zu schätzen. Danke, dass du heute vorbeigeschaut hast. Hat mich gefreut. Bis bald. Die ist wirklich krank, okay? Oh, Roxas, danke, dass du Fana einen Besuch abgestattet hast. Ach ja, ich habe gerade dieses frische Brot gebacken. Da drüben liegt es, frisch aus dem Ofen. Ich habe Nüsse und Beeren hineingetan, damit das Brot des Segen des Waldes hat. Okay, leckeres Brot auf dem Tisch. So mag ich es. Kann man es anlesen? Nein, ansprechen. Ach, was ansprechen, aber egal, scanne. Okay. Ich gucke jetzt mal ein bisschen Fana an, was sie für ein Problem sie hat. Wir können sie ja bestimmt retten oder so, mit ihrer Krankheit. Was ist denn das?
So, Hoffnung. Schatten. Ich mach mal das jetzt mal. Komm her, Schatten. Okay, jetzt machen wir mal Vogel rein. Bringt nichts, okay. Dann machen wir Feuer rein. Okay, sie brennt sie, oder wie? Puh, okay. Rempo, bitte weg. Tja, okay. Okay, dann gehen wir mal raus. Das Mädchen gerade eben. Ja, das Mädchen gerade eben. Und das ist auch das Ende dieses Partes. Und tschüss.